Wusstet ihr, dass eine Frau all das tun muss, was ihr Ehemann ihr sagt? Wusstet ihr nicht? Na, dann halte ich das mal sicher für ein Märchen. Und das muss ich euch jetzt mal erzählen. Da war einmal ein Mann, der brachte an einem Abend einen Sack voller Körner mit nach Hause und befahl seiner Frau, sie solle die Körner mahlen. Aber sie weigerte sich, weil sie sagte, ich bin zu schwach, warum lässt du denn die Körner nicht beim Müller mahlen? Nein, sagte der Mann, der Müller, das ist ein Gauner, der stiehlt mir dann einige Sachen, also mahl mir die Körner bis morgen Abend. Aber die Frau weigerte sich. Gut, sagte der Mann, dann werde ich zum Richter gehen und dann werden wir sehen, was ist. Also am nächsten Morgen ging der Mann zum Richter und sagte, meine Frau weigert sich zu tun, was ich ihr sage. Aha, sprach der Richter, na, dann schick mir doch deine Frau mal vorbei, dann will ich sie mal belehren. Also schickte der Mann seine Frau zum Richter. Als die Frau vor dem Richter saß mit gebückter Haltung, da sprach der Richter, so, das will ich dir sagen. Eine Ehefrau hat stets das zu befolgen, was der Ehemann von ihr verlangt. Also geh hin und mahle dem Mann die Körner. Die Frau, die ja bisher so in gebückter Haltung vor ihm gesessen hatte, schaute hoch und er blickte in ihr Gesicht. Und er sah, es war ein hübsches Gesicht, ein junges, hübsches Gesicht. Sagte der Richter, ist dein Mann vielleicht morgen Vormittag zu Hause? Nein, sagte die Frau und schüttelte den Kopf, mein Mann ist dann auf der Arbeit. Gut, sagte der Richter und er hatte einen Plan, einen hinterhältigen. Ich werde morgen früh vorbeikommen. Am anderen Morgen, als der Mann zur Arbeit gegangen war, klopfte es an die Tür. Die Frau öffnete und da stand nun der Richter. Ah, kommt herein, gnädiger Herr, sprach sie und ließ den Richter in die Stube eintreten. Aber kaum war der Richter in der Stube, klopfte es erneut an der Tür. O weh, rief die Frau erschrocken, mein Mann kommt zurück. Schnell, 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 Herr, zieht eure Kleider aus, werft euch diese alte Decke über und fangt schon einmal an zu mahlen. Da steht der Sack, dann werde ich meinem Mann sagen, eine Nachbarin sei mir zu Hilfe gekommen. Nun, was blieb dem Richter anderes übrig? Er zog die Kleider aus, warf sich die alte Decke über und in gebückter Haltung fing er an und malte die Körner. Nun, die Frau hielt ihren Ehemann länger als gebührlich zu Hause in der Stube und der Richter, er musste malen und malen und malen und erst als das letzte Körnchen gemahlen war, da entließ die Frau ihren Ehemann. Der Richter verschnaufte, ihm tat der Rücken weh, ihm taten die Arme weh. Er legte seine Kleider an und dann machte er sich voller Schmerzen und nicht nur körperliche Schmerzen plagten ihn, sondern auch die seelischen, weil er hatte sich etwas ganz anderes an diesem Vormittag erwartet. Und so ging er also langsam davon. Am Abend kam der Mann wieder heim mit einem Sack voller Körner und sprach, mahle diese Körner. Und die Frau weigerte sich erneut. Gut, sagte der Mann, dann gehen wir gleich zum Richter. Aber ich gehe mit, sagte die Frau und lief voran. Als sie in das Gerichtszimmer kamen, da schaute der Richter schon. Er kannte die Frau und den Mann und der Mann sagte, meine Frau hat schon wieder. Und da fiel ihm die Frau ins Wort und sagte, Herr, gnädiger Herr, du bist der Einzige unter den Männern, die über Lebensweisheit und Klugheit verfügt. Du allein weißt,
wie schwer sich eine einfache Frau tut, einen Sack voller Körner zu mahlen. Bitte, befiehl doch meinem Mann, er soll es selber tun, oder lass es den Müller machen. Und der Richter, dem vom Vortag noch der Rücken schmerzte und die Arme wehtaten, er wusste, was die Frau da sagte, und so sprach er zu dem Ehemann: Also, mahle die Körner selber, denn eine Frau ist viel zu schwach für eine solche Arbeit, oder lass es den Müller tun, und jetzt schert euch davon.